XING API ist eigentlich eine Schnittstelle nach außen für andere Entwickler, um auf Funktionen, die wir hier anbieten, zuzugreifen und sie extern halt in eigenen Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Die XING API hilft dir, dein Produkt, was du vielleicht baust, mit Daten, die XING dir bereitstellt, zu füttern, damit du vielleicht deine User identifizieren kannst oder deinen Kunden zeigen kannst, wer auf dein Produkt unterwegs ist. Und also die API, so wie ich das verstanden habe, ist so eine Schnittstelle und da können dann Programmierer, die irgendwie toll programmieren können, irgendwie so sich vielleicht Codes ausholen und dann Anwendungen schreiben, die auf XING zugreifen können, zumindest in einer gewissen Art und Weise. Und das ist ja lustig, dass die, das ist eine Schnittstelle, würde ich sagen, zwischen den Mitgliedern und der XING-Plattform. Was ist die XING API? Das ist eine Art Steckdose, in die jeder Entwickler seine Produkte reinstecken kann, sozusagen. Also das öffnet XING. Entschuldigung. Was ist das? API steht für Application Programming Interface und ist letzten Endes nichts anderes als eine Schnittstelle zwischen Maschinen. Um das irgendwie ganz kurz zu erklären, das hier ist XING. XING ist super im Übrigen. XING besteht halt aus vielen Servern und Datenbanken und anderen Systemen, die im Prinzip direkt mit der Website kommunizieren und in sich ein geschlossenes System bilden. So. Das heißt, von draußen kommt niemand rein, die Website selbst kann direkt damit kommunizieren, wie jede andere Website eigentlich auch. So, jetzt haben wir aber natürlich Anforderungen, wie zum Beispiel Mobile-Apps, andere Partner, die ebenfalls an unsere Daten und an unsere Funktionen, die wir bieten, rankommen wollen. Das klappt aber nicht, eben wegen diesen Grenzen, die wir hier haben. So, und genau da kommt jetzt die API ins Spiel. Die API ist letztlich nichts anderes als ein definierter Kanal durch diese Grenze, wo wir genau feststellen können, was externe Systeme dürfen und was nicht. Das heißt, unsere eigene mobile App kann jetzt auch auf Daten innerhalb unseres Rechenzentrums zugreifen, kann Funktionen aufrufen, kann Benutzerprofile anzeigen, Dinge wie sowas. Genauso wie das jetzt andere Partner oder externe Entwickler später können werden. Das ist eine API.